Hallo! Hallo auch direkt aus dem Motorraum. Herzlich willkommen! Es geht wieder los! Diesmal haben wir sogar einen Special Guest dabei. Und zwar meinen Hund. Wir steigen direkt ein ins Geschehen. Und zwar tauschen wir den Öldrucksensor. Dann sollten wir im besten Fall wieder einen Öldruck sehen. Das ist ja eine der zwei wichtigen Instrumente, ne? Öldruck und Motortemperatur. Das machen wir jetzt und dann, ey, ganz ehrlich, das ist eigentlich total krass, weil wir das auf der Kamera eigentlich auch noch nie gesagt haben, fahren wir raus auf den See, immer so. Und dann werden wir auf dem See unser Badezimmer ein bisschen aufräumen und wir haben noch was richtig Geiles mit besorgt. Die Idee gab es übrigens schon von Tag 1 an und zwar LED-Streifen. Wir haben ja hier diese Kante, diese hier, ne? Darunter, hier auf diese Höhe, wollen wir uns so einen LED-Streifen kleben. Und einmal rings ums Boot rum, weil wir ja auch diese Kante einmal rings ums Boot rum haben. Ja genau, das ist jetzt erstmal der Plan. Also wir werden jetzt erstmal den Öldrucksensor austauschen. Dann werden wir gucken, dass wir... Ne, Drehzahl hat sich gerade eigentlich schon erledigt, wa? Ja, also das ist halt ein bisschen komplizierter, als jetzt so eine alte Lichtmaschine ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie über einen Spannungsregler abgreifen muss oder sowas. Da bin ich selber ein bisschen überfragt. Wir haben eine Lichtmaschine, die keine Klemme weh hat, ne? Genau. Das ist die Situation. Und alle unsere Drehzahlmesser, der alte sowie auch der neue, hatten eine. Das heißt, es muss ja eigentlich irgendwie überbrückt worden sein, irgendwie eine Verbindung geschaffen worden sein. Wenn also du dich mit Lichtmaschinen auskennst, dann schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie so eine alte Lichtmaschine ohne Klemme W an ein Drehzahlmesser mit Klemme W angeschlossen wird, weil wir haben irgendwie echt keine Ahnung davon. Soll ich dir mal was Schönes erzählen? Ja, bitte. Der Sensor ist jetzt schon getauscht. Es kam auch kein Öl rausgeschossen? Nee, nicht wirklich. Top. Ich muss dazu sagen, Pascal meinte, wir werden um vielleicht 14:30 rausfahren. Und ich dachte mir so, ja genau. Aber es ist jetzt halt 13:12 und der Öldrucksensor ist getauscht, ja. Und wenn wir das mit dem Drehzahl-Ding sowieso nicht machen können, naja, dann sind wir eigentlich fast fertig mit den Vorbereitungen. Das klingt nach Ausfahrt. Und was machen wir dann heute? Wir werden freistehen. Wir testen mal das Ankern. Wir werden das allererste Mal mit unserem Boot ankern, ne? Ihr seht ihn ja da vorne, da ist er, ne? Da hängt er. Genutzt damit noch nicht. Der ist ja auch krumm durchs Aufditschen. Aber wir sind da einfach mal optimistisch, dass das funktionieren wird. Und der Plan ist, die Nächte eigentlich, die wir jetzt hier sind, nicht im Hafen zu verbringen. Weil ganz ehrlich, Hafen können wir jetzt einfach. Ja, der Plan ist dann jetzt einfach mal ein bisschen frei zu ankern. Eigentlich sagen, fertig. Gut, dann nur testen mal, oder? Also jetzt mal. Ganz ehrlich, aber das war selten so einfach, ne? Was rausschrauben und wieder reinschrauben, ja. Ja, dann gehen wir mal ins Vorglühen. Ach so, krass. Hell krass, die Spannungsanzeige geht ja voll runter dann. Echt? Ja, wahrscheinlich, weil er gerade zieht, ne? Mm, müsste ja. Ja. 20. Vorne ist ja abgefendert, na, zu höher letztes Mal. Ja, genau. Weil wir stehen ja jetzt andersrum im Hafen. Richtig rum. Trotzdem immer noch aktuell ein bisschen nervös vorm Motorstart. Ich hab Puls 180, glaube ich. Also wirklich. Ja, so viel zum Thema. Und haben wir Öldruck? Ja. Geil, funktioniert. Ja, ich glaube, leichter haben wir noch nie was repariert auf unserem Boot. Das war jetzt auf jeden Fall ziemlich einfach. Ich habe gerade mal geguckt, alte Anzeigen, da ist wohl bei kaltem Motor der Öldruck irgendwie fast bei 4 Bar in dem Dreh. Manche sagen, ein warmer Leerlauf ist mit 3 Bar ist gut. Das heißt, wir lassen den jetzt erstmal ein bisschen warm werden. Ja. Hier steht warm ca. 1,3 Bar. Bei Last ging es kalt bis an den Anschlag, bei warmem Motor hoch bis ca. 4 bis 5 Bar. Es sollte nicht über 4 bis 5 Bar gehen, wenn er warm ist. Es kann aber auch sein, dass der auf 1,13 runterfällt. Okay. Ja, ne, also Abgase sieht aus wie Abgase. Ja. Irgendwie, wenn es zu bläulich ist, ist es nicht gut. Aber es ist nicht zu bläulich. Es läuft immer noch der Motor und er lief jetzt so 5 Minuten. Der Öldruck geht, die Temperatur geht auch. Alles wunderbärstig. Wir verlassen hier den sicheren Hafen. Oh oh. Vom Gefühl her ballern wir hier ganz schön raus. Ne? Ja, ich war gerade ein bisschen flott für euch fürs Hafenbecken. Ja, ich glaube auch, ja. Aber jetzt keinen Abgang machen da unten, ne? Schön, vor allem jetzt ist es so geil ruhig. Ihr guckt hier mal um, der See ist so still. Ja, ich gebe euch mal einen Rundumblick. Hier ist einfach nichts bis hier. So dieses Wasser, dieses Boot zieht so hinten raus. Das ist so cool einfach. Absolut schön, ja. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen in diese Richtung, gucken uns mal ein bisschen größere Seen an, gucken, was der Motor macht. Und dann suchen wir uns eine nette Ankerbucht. Vermutlich da hinten irgendwo. Ich zeige euch einfach nochmal hier, wie geil das sein kann, im Winter bzw. Herbst einfach unterwegs zu sein, eine kleine Runde zu machen, eine kleine Tour zu fahren. Und die Temperatur sieht gut aus, sagt der Pascal. Das ist sehr schön. Wir sind das erste Mal über 10 km/h. Eben waren wir drüber. Das war ein Milestone. Aber echt, einige Boote noch im Wasser.
Tatsächlich, ja. Und wie findest du es hier so? Aber gelb steht dir sehr gut. Lang, lang ist her. Da vorne kommt wieder eine Seilfähre. Und sie ist noch in Betrieb. Ja. Da vorne ist sie. Da. Über die Autofähre ist unsere Mutti immer mit uns gefahren, als wir noch klein waren. Denn wir sind zufällig genau in dem Gebiet, in dem wir uns immer aufgehalten haben. Das ist sehr cool. Also, wir können es ja verraten, das da ist Berlin, ja. Und da rechts quasi Brandenburg. Und wir fahren hier quasi auf der Grenze. Genau, Brandenburg, wir fahren genau auf der Mitte und wir kommen ja von dort. Und es ist schon ein verdammt witziges Gefühl, mit seinem eigenen Boot jetzt einfach mal auf diesen See zu steuern, den man sonst maximal von so einer Touristenfähre aus gesehen hat oder von so einem Touristendampfer. Und da jetzt mit seinem eigenen Boot hinzufahren und auf die Geräte gucken zu können und es passiert einfach nichts Schlimmes, sondern es funktioniert einfach komplett so, wie es funktionieren soll. Und der Hund ist auch schon richtig on fire. Freunde, auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Ganz ehrlich, es ist einfach nur schön. Also diese Perspektive hatten wir tatsächlich noch nicht. Wir fahren gerade, ne? Also es sieht so aus, als wäre alles ganz normal. Hier, Pascal hat sich eine Erhöhung gebaut, damit er richtig gucken kann. Es ist schon geiler von hier oben. Ja, ja. Also klar, ne? Es ist so ein bisschen jetzt Stehhöhe. Ja. Finde ich ein bisschen angenehmer selber, weil wenn ich hier unten sitze, dann gucke ich echt so. Ja, ihr könnt ja mal kurz meine Sicht bekommen. Also man sieht ungefähr das, ja. Wenn man steht, sieht man schon das. Das ist schon deutlich besser, ne? Aber ja, eventuell müssen wir mal über eine Sitzerhöhung nachdenken und eine nachbauen. Wir fahren jetzt zum Ankerplatz und werden dann das erste Mal ankern. Es sind tatsächlich noch einige wenige Boote unterwegs, ja. Also das Einzige, was man eigentlich getroffen hat aktuell, war die Wasserschutzpolizei und noch ein etwas größeres Boot. So sieht das aus, wenn man drinnen fährt. Es kann man schon machen. Ja. Also den eigentlichen Akt des Ankers konnten wir jetzt nicht mitfilmen. Lag einfach daran, war das erste Mal und wir mussten uns konzentrieren. Ne? Hängen hier vorne schön an unserer Kette. Haben uns jetzt auch nochmal einen Ankeralarm angeschmissen auf dem Handy, damit wir wissen, falls wir dolle driften. Aber bisher sieht alles so aus, als würden wir uns um die Kette drehen, so wie das halt sein soll. Und ja, jetzt werden wir nochmal ganz kurz unser Anchor Light überprüfen, damit das auch nachts nicht abschmiert. Ne? Das ist das Ding da ganz oben an der Spitze. Das muss halt die ganze Nacht lang durchleuchten, damit man sieht, okay, hier ankert was. Ne? Also das ist einfach wichtig. Das machen wir jetzt nochmal, alle Verbindungen prüfen und so weiter und so fort. So sieht das aus, wenn man auf dem See bastelt. So, und was macht man nach erfolgreicher Ankerung? Erstmal einen Glühwein aufsetzen und eine Dose aufoperieren. Wenn man halt keinen Dosenöffner hat, tut es auch einen Seitenschneider. Ne? Wie ihr seht, draußen ist schon richtig dunkel. Ne? Man sieht hier gar nichts mehr. Ein bisschen beschlagen ist jetzt natürlich auch schon, aber egal. Andere putzen jetzt ihr Boot von unten, wir kochen in unserem. Freunde, wir wollten gerade mal den Fernseher anmachen und ich habe aus Spaß einfach mal mit dem Handy einen Speedtest gemacht. Ich habe mir extra so einen Unlimited Tarif geholt. Wir haben einfach 225 Down und 83 Upload mitten auf dem See. Ja, wir sind im Nix, ne? Also habt ihr ja gesehen. Alter, ist das genial. Jetzt gucken wir uns erstmal richtig schön irgendeine schöne Doku an. Seven vs. Wild, an die kommt. Das ist morgen. Das gucken wir morgen auf dem See. Also geiler wird es ja wohl nicht. Das wird jetzt einfach wirklich Premium-Chillen auf allerhöchstem Niveau. Ohne Scheiß. Mit Ravioli und Glühwein. Und einer schönen Doku vom NDR. Ich bin gerade ein bisschen dunkel, weil ich eine Kopflampe auf habe. Ich habe gerade das ganze Bad umgebaut. Ich habe einfach so ein bisschen was. Jascha reactet jetzt da drauf. Guni. So. Oh, mit Vorhang. Könnte man da jetzt sein Zahnputzwasser reinschütten? Ja, ja. Das ist ja geil. Das ist geil, ne? Einfach aus so einem Anti-Rutschpad habe ich es umgeklappt. Einfach ein komplettes Badezimmer. So, da habe ich uns da die Deko gegangen. Hier das zweite Brett einfach. Und hier ist jetzt quasi genau, der ganze Kabellagenkram. Der alte Kabellagenkram drunter. Den Vorhang, der ist eh irgendwo gerade über. Ja, aber es sieht gut aus. Sieht richtig bisschen gut aus. Bisschen mit Fächern, bisschen mit Anti-Rutsch. Hier unsere Toilette. Hinter dir noch ein Handtuch dran. Wenn wir jetzt noch hinkriegen, dass wir das Licht da noch zum Funktionieren kriegen, dann ist richtig geil. Ja. Ja. Oh, nicht schlecht. Schnell das Bad umgebaut. Ich habe gerade mal LED-Streifen rund ums Boot angebracht. Sieht aus wie ein U-Boot, Digga. Yo. Geil, Alter. Ja, jetzt hat man auf einmal mal so Zeit für diese ganzen kleinen, verrückten Projekte, ne? Warte.
Oh Gott, mach's aus. Ich weiß nicht, wie viel davon halt übrig bleiben wird, wenn es mal so richtig Winter wird, aber... Ja, zur Not holen wir uns dann halt nochmal eine teurere Leiste wirklich für Outdoor. Ja. Aber... Und ich habe ja davon auch noch eine zweite. Hier vorne sieht man ein bisschen die Reflexion. Ja gut, wir fahren ja damit nicht. Da müsste man so ein bisschen eigentlich... Weißt du, das ist mehr indirekt. Das ist an den Seiten richtig schön indirekt. Ja, ja.